Jo Leute, was geht ab? Hier ist der Zuckermaus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cetoxien Way Life. Ja Leute, es hat sich einiges getan hier auf Way Life und das würde ich euch heute gerne zeigen. Gestern kam ja die letzte Folge von unserem Lagerbau raus und ich habe euch hier gesagt, dass ich das euch gerne zeige, wie ich das jetzt komplett fertig gebaut habe. Das ist schon ein bisschen länger her. jetzt schon fast eine Woche oder so. Aber naja, was soll man machen? Und es hat sich auf jeden Fall hier sehr viel getan. Ihr seht, Dia-Rüstung. Ja moin, warum das denn? Alles Schutz 4, Haltbarkeit 3. Der Komkra. So hieß er doch, ne? Komkra, genau. Hat mir die Rüstung geschenkt. Danke an dich nochmal dafür. Und hat mir den schönen Bogen hier gegeben. Finde ich sehr, sehr nice. Habe ich endlich mal auch einen geilen Bogen. Und läuft auf jeden Fall schon mal. So, wie ihr seht, ich habe hier mal was platziert. Ich hatte ja letztens aus einer Schatzkiste habe ich so ein Partikelding hier bekommen. Und habe ich mal ausprobiert, habe das da oben hin platziert und... Wie ihr seht, man kann hier verschiedene Sachen auswählen, zum Beispiel Redstone, da macht es so Redstone-Sachen. Und ich habe den Totem genommen, weil das ist am geilsten, weil das fliegt hier so runter, landet hier unten. Und dann kannst du hier so rein und rausgehen, das sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Und komm gerade, genau. Das ist unser Lager. So sieht das jetzt aus. Ich habe hier überall ein bisschen Blätter hingemacht, überall Glas reingezimmert. Sieht auf jeden Fall nice aus, das Dach. Ja, geht. Haben wir, glaube ich, auch eine Aufnahme noch gemacht, ne, das Dach. Die Inneneinrichtung habe ich jetzt hier auch mit Glas. Sieht man jetzt mit dem Texturenpaket nicht so gut. Glasblätter, hier habe ich noch ein paar Bücherregale. Und habe das alles hier schön aufgefüllt. Auch oben habe ich das gleiche gemacht. Ich habe hier auch die Decke nochmal gut reingezogen, also anders reingezogen. Sieht nice aus, finde ich. Das sind alles Treppen. Und ich finde es auf jeden Fall sehr gelungen hier. Sieht nice aus. Und ein bisschen eng, aber das ist nicht so schlimm. Hauptsache, ich kann endlich mal hier Sachen reinlagern. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Was sich noch geändert hat, ist, ich habe mein Gas erweitert. Einmal, also wir hatten ja, glaube ich, bis hierhin oder so, wo die Beacons sind. Die habe ich auch verschoben. Bis hierhin hatten wir. Dann habe ich erweitert bis hierhin. Und gestern habe ich nochmal erweitert bis hierhin. Ist auf jeden Fall schon ein riesengroßes Gas geworden. Ich würde so gerne in die Breite gehen, aber ich kann das euch mal auch zeigen, Leute. Was das kostet. In die Länge geht ja eigentlich ganz normal so. Wenn ich jetzt nur so viel machen will, muss ich schon alleine 5600 bezahlen und das ist einfach zu heftig. Einfach zu heftig. Ich glaube, ich mache hier immer 5er breit immer kaufen, weil unten die Kürbisfarm ja 5 Platz brauchen. Dann kann ich einfach direkt nochmal ein Kürbisfeld hinbauen, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Aber ich glaube, ich gehe weiter in die Länge erstmal. 300 nach da, 300 mal da und dann kostet das, glaube ich, so viel, in die Breite zu gehen. Aber das kriegen wir ja schon irgendwie hin. So, was ich jetzt noch mache, ist hier eine Plattform bis da hinten hinbauen und unten auch weiter abbauen. Unterirdisch ist jetzt auch, hat sich auch was getan. Das zeige ich euch mal. Zum Beispiel die Kürbisfarm, die geht jetzt bis hier hinten hin. Hier muss ich jetzt noch alles anpflanzen. Hier habe ich gestern alles abgebaut, war schon extrem viel. Und was soll man da machen? Toll, wenn man die Zauns aus hat. Jetzt hat man die Zauns. Nice. Hier muss ich überall noch anpflanzen. Glowstone habe ich schon fast überall reingeballert. Mir fehlt nur noch Glowstone halt.
Dann muss ich noch ein bisschen farmen. Ja, wie ihr seht, ich habe hier überall angepflanzt. Also Erde platziert und so. Ist auf jeden Fall schon mega groß. Ich brauche noch zwei Beacons für hinten zu platzieren, weil ich irgendwie die Effekte hinten nicht mehr bekomme. Ja, Zuckerrohr, das muss ich alles nochmal ernten. Das gibt auch nochmal gut Geld. Das muss ich alles platzieren in Ruhe. Das habe ich ja heute Zeit. Und hier unten habe ich erweitert, also weiter ausgebaut. Gestern habe ich noch hier die drei Etagen gemacht. Das war richtig viel Arbeit. Hier habe ich auch überall Closed-Zone reingesetzt. Passt das hier? Habe ich schon überall Closed-Zone reingesetzt? Nee, das kann nicht sein. Gestern hat da noch was gefehlt. Ich glaube hier unten nicht, ne? Ah, ne, hier. Hier fehlt die Closed-Zone. Okay, da muss ich noch sehr viel Closed-Zone abbauen, farmen oder kaufen gehen. Dann muss ich hier die Etage noch machen und die Etage. Und dann muss ich alles schön anpflanzen. Dann gibt es gut Geld nach und nach. Das wird auf jeden Fall nice. Ja, oberirdisch hat sich nichts dran geändert. Aber naja. So, meine E-Chest. Dort hat sich auch was getan. Ich habe vom Komkra noch ein Leuchtfeuer geschenkt bekommen. Dann habe ich hier dieses Akkusalator bekommen. Habe ich so gefragt, ja, was ist das? Das ist ein Unterwasserbeacon anscheinend. Mega, mega geil. Ein Hologramm. Hologramm ist so eine Itemschrift, kannst du in der Luft platzieren, dann leuchtet das da oder steht da eine Schrift. Und ein paar Erfahrungsfläschchen. Und ich war im Nether und war nur ein Wither-Skelett und ich habe den einfach getötet. Direkt kam ein Kopf raus. Auf jeden Fall nice. Und ja, sonst hatte ich ja hier alles noch wie beim Alten. Ja, sonst habe ich jetzt auch hier weiter nichts gemacht. Nur ein bisschen mal Geld gefarmt, bisschen Sachen verkauft. Ich habe jetzt schon an zwei Leuten habe ich Quarzblöcke verkauft. Jeweils knappe 10 Stacks an jeden. Und habe damit so um die 700 bis $800 gemacht, weil ein Stack für 35 bis $40 habe ich verkauft und war auf jeden Fall nice. Denn im Moment brauche ich das Quarz nicht. Und ich farme ja ein bisschen viel Quarz für XP und so. Denn die Sachen gehen hier schnell kaputt. Meine Diaspitzhacke, die ging so schnell kaputt immer. Das war Katastrophe. Und ja. Mein nächstes Ziel ist es, wie gesagt, hier noch auszubauen, unten alles zu platzieren. Hier würde ich ein Haus, für mich ein Haus bauen, einfach so ein Haus halt. Und wenn ich noch erweitere, vielleicht mal wie heißt das? Seetangfarm bauen, weil die ist ja anscheinend also sehr gut für XP-Farmen. Dies, das und jenes und ja, mal schauen, wie das so funktioniert. Vielleicht frage ich mal hier einen, wie man sowas baut oder so. Aber das kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Ja, was ich auch noch vorhatte, ist jetzt mal einen Shop zu holen in der Mall. Mal gucken, wie das funktioniert und was ich da verkaufe. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das überhaupt mache, weil ich habe ja noch nicht so viele Sachen. Ja, muss ich mal schauen. Und ja, werdet ihr aber dann noch erfahren, wenn es soweit ist. Ja, das soll es auch schon von der Folge von WeLife gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von WeLife wieder. Bis dahin, ciao, ciao.